Sehr geehrte Damen und Herren, die Wirtschaft im Euroraum ist im dritten Quartal nur wenig gewachsen. Börsennotierte Unternehmen melden enttäuschende Gewinne. Nun zeigt auch das IFO-Geschäftsklima deutlich nach unten. Was ist da los? Steht die Wirtschaft in Deutschland und im Euroraum vor einer harten Landung? Die Schwäche im dritten Quartal ist vor allem auf die Automobilindustrie zurückzuführen. Sie hat Schwierigkeiten mit neuen Abgasprüfungen. Aber auch ohne dieses Problem hat sich das Wirtschaftswachstum seit dem Jahreswechsel deutlich verlangsamt. Das liegt nicht an der Binnennachfrage, die bis zuletzt stark blieb. Vielmehr ist eine rückläufige Auslandsnachfrage schuld. Unsere Analyse zeigt, dass vor allem die Exporte nach China schwächeln. Schließlich leidet das Land unter dem Handelskrieg mit den USA. Aber die chinesische Regierung steuert gegen, etwa durch eine Senkung der Mindestreservesätze für Banken oder durch gelockerte Kreditbedingungen. All das stützt Chinas Binnennachfrage und damit die Nachfrage nach Waren aus dem Euroraum. Das Wachstum der Eurowirtschaft sollte sich stabilisieren, auch wenn es nicht zu den sehr hohen Raten des Jahres 2017 zurückkehren wird, als die Chinesen fast 10% mehr Waren im Euroraum kauften. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.